Hallo, grüßt euch. Ich möchte heute mal eine Geschichte erzählen. Zuerst will ich ein E-Mail vorlesen. Das habe ich vor 5 Jahren gekriegt. Und da schreibt: Hallo Zoltan, fröhliche Nachricht. Meine Frau hat heute bei Krankenhaus angerufen, wegen der Blutabnahme von letzter Woche. Der Arzt sagt, die Leberwerte sind um 50% runtergegangen. Das heißt, seine Leberwerte sind durch Einnahme von GL-Kapseln um die Hälfte bessere Werte. Also das ist super, weil die Sorge war immer seine Leberwerte. Danke, dass du uns in dieser Weise schon mal geholfen hast. Das hat ein Familienvater mir geschrieben. Vor ein paar Monaten hat er meine Webseite gefunden. Sein Sohn war behindert und gegen Epilepsie, er musste ein starkes Medikament nehmen, dessen Nebenwirkungen haben der Leber des Bubs mächtig geschadet. Und er hat sein Problem mir erzählt. Ich habe für ihn eine Empfehlung geholt aus Malaysia von einer Therapeutin. Sie hat ganz viele Produkte zusammengeschrieben. Davon hat der Bub nur einen Bruchteil nehmen können. Das war wirklich viel. Ich gebe zu. Und trotzdem war die Wirkung so gut und so schnell. Und ich weiß, dass Nahrungsergänzungen dürfen keine gute Wirkung auf unseren Organismus haben. Aber ich habe schon beobachtet, manchmal können Nahrungsergänzungen eine gute Wirkung auf unser Organismus haben. Das ist nur ein Zufall, dass die das tun, aber nicht selten. Das war's für heute. Ich will nicht lange reden. Nächsten Sonntag will ich euch einen besonderen Kaffee vorzeigen, einen fermentierten Kaffee. Bis dahin, tschüss.